Hollywood-Träume. Schweizer Schauspieler in Los Angeles. Der Box-Office-Club bespricht das Kung-Fu-Drama The Grand Master. Fiese Fernsprecher. Warum Telefone im Kino tödlich sind. Guten Abend miteinander und herzlich willkommen zu Box Office. Noch ein letztes Mal möchten wir heute unsere Leidenschaft für Film mit Ihnen teilen. Wir wären kein Schweizer Filmmagazin, wenn wir in unserer allerletzten Sendung nicht auch eine Schweizer Kinoproduktion in Fokus würden nehmen. «Who Killed Johnny?», unser Film der Woche, handelt von den vielen Schweizer Schauspielern, Models und Ex-Missen, die in den USA um ihren grossen Durchbruch ringen. Der Carlos Leal, Melanie Winiger und der Max Long parodieren in dieser Komödie ihren eigenen Alltag zu Hollywood. Der Selin Petersen berichtet. Hollywood ist wohl der Ort, an dem Vorstellung und Realität am weitesten auseinanderklaffen. Das verklärte Schauspielparadies ist in Wirklichkeit ein hartes Pflaster. Who Killed Johnny zeigt, wie die Schweizer in Hollywood ums Überleben kämpfen. Der pseudodokumentarische Spielfilm basiert auf realen Personen in einer surrealen Welt. Melanie Winiger tüftelt gerade an einem Drehbuch herum. Also ich finde im Fall immer noch, man sollte einfach eine biografische Geschichte erzählen. Über unser Leben hier in Hollywood. Unsere Existenzkrämpfe, die wir haben als Regisseur und Schauspielerin. Also, hast du Existenzkrämpfe? Ja, also ab und zu schon. Willst du mir erzählen, du hast gar keine? Ja, okay, manchmal. Eben. Wir sind von der Schweiz weg, um unseren Traum zu verwirklichen. Wer macht das schon? Jeder hat in der Schweiz einen Traum, aber irgendwie teiert, so einen Umsetzer nicht. Und wenn du es machst, wie wir zwei Idioten, dann wirst du nachher belächelt. Oh. Also, ich finde, das ist Geschichte wert, sorry. Du hast ja völlig recht, aber ich sage einfach, das reale Leben ist langweilig. Voller Spannung sind dagegen die blutigen Szenen, die der Film zwischendurch einstreut, um die Drehbuchideen sichtbar zu machen. Ja, wie willst du die Geschichte weiter erzählen? Das ist doch ein super Anfang. Ja, und jetzt müssen wir halt. Jetzt spielen wir weiter. Doch richtig weiter geht's nicht. Stattdessen Variationen des Messerstechermotivs. Jetzt hast du einfach die ganze Geschichte umgedreht. Das bringt auch nichts. Du kannst den Carlos Leal nicht in der ersten Szene umbringen. Er macht ja nur mit, weil es eine Hauptrolle ist. In Melanie Winigers Skript ist Carlos Leal der Star. In Hollywood angekommen, muss der ambitionierte Schauspieler zunächst unten durch und eisern kämpfen. Noch mehr als im echten Leben. Im Müll nach Essbarem wühlen. Die klassische Tellerwäschernummer. Er lebt in einer totalen Abstieg in Downtown. Aber er weiß, dass er früher oder später den Oscar gewinnt. Schweizer in Hollywood. Carlos Leal gehört in der Realität zu den wenigen, die ihren Traum annähernd verwirklicht haben. Welcome. Doch die meisten haben weniger Erfolg. Richtig wahrgenommen werden sie praktisch nur in der Heimat, via Home Stories. Trotzdem glaubt Ex-Miss Lorian Gilleron weiter an sich. Willkommen. Anders als viele Daheimgebliebene, die bloß auf ihr Scheitern warten und sagen: Ja, du wirst nie schaffen, weil nie jemand von der Schweiz hat es geschafft. In dem neuesten Film von Oliver Stone geschafft hat es diese junge Schweizerin. Florin Elena de Blasis ist es gelungen, eine Rolle in Savages zu ergattern. Ja, dieser schwammige Umriss, das ist sie. Ihre Performance fiel leider fast komplett dem Schnitt zum Opfer. Das ist noch alles, was übrig ist. Und dann, als es fertig war, habe ich gecheckt, okay, das war es jetzt wirklich. Und ja, dann sind wir einfach Tränen runtergelaufen. Das war schon ein bisschen enttäuschend. In der schrägen Komödie Who Killed Johnny wird dem ehemaligen Model Platz eingeräumt. Hier darf sie stöhnen, die Augen verdrehen und sogar den einen oder anderen Satz von sich geben. Halt das Ding nie auf! Regie führte sie. Yang Zom Braun, ein Schweizer Multitalent, das sich als Schauspielerin, Autorin, Tibet-Aktivistin schon einen Namen gemacht hat. Nun tanzt die Schweizer Hollywood-Fraktion nach ihrer Pfeife. Gratis. Brauns erster Film ist eine Tiefstpreisproduktion. Nur $50.000 Budget und trotzdem kriegen wir Johnny Depp zu Gesicht. Die Leiche, die eines Tages auf der Straße liegt, sieht dem Hollywood-Star zumindest verdammt ähnlich. Der sieht aus wie Johnny Depp. Da Tote keine Gagen fordern, wird Depps Doppelgänger kurzerhand in den Film eingebaut.
Johnny Depp Lookalike. Ja, ja, komm. Ich will das nicht machen. Das ist verdammt Musik mit einem toten Menschen. Ich will nicht. Neu ist die Idee nicht, doch immerhin wird sie genüsslich durchexerziert. Schade, dass der Film dabei nicht nur die Titelfrage Who Killed Johnny völlig außer Acht lässt, sondern auch seinen anfänglichen Realismus-Touch. Plötzlich stehen nicht mehr die Existenzkämpfe der prominenten Auslandschweizer im Vordergrund, sondern die Tücken beim Dreh mit einer Leiche. Und Action. Oh Baby, I would drive till the end of the world with you. Die stärksten Momente hat die 75 Minuten kurze Komödie, wenn sich ihre Hauptfiguren Carlos Leal und Melanie Winiger selbst parodieren. Sound! Sound! Beat! Camera! Rolling! Eis, Eis! Lack, schon die Sachst? Und Action! Who Killed Johnny wurde in nur 8 Tagen gedreht und via Spendeaufruf im Netz finanziert. Schnell, Küchenpapier! Klar ist dabei einiges daneben gegangen. Der dilettantische Charme passt allerdings perfekt zur unbeholfenen Schweizer Crew im Film. Allein schon wegen dieser Doppelung muss man den selbstironischen Streifen gesehen haben. Verdammt. Und zum Kinostart von Who Killed Johnny verlosen wir 3x2 Tickets auf srf.ch/boxoffice. Im Kinoprogramm von jedem Sommer gibt es 2 Konstanten. Einerseits gibt es die grossen Blockbuster mit den rasant geschnittenen Action-Szenen, die unsere Sehnerven in Mitleidenschaft ziehen. Andererseits gibt es aber dort sicher immer auch einen Film, der sich ganz unseren Lachmuskeln widmet. Die beste Chance auf den Titel «Sommerkomödie 2013» hat der Film «The Heat» mit Sandra Bullock und Melissa McCarthy. Bernhard Köllisch bespricht die weiteren Kinoneustarts. Sieht man das Filmplakat der Actionkomödie The Heat, unserem ersten Neustart, ahnt man, wie der Film beginnt, vermutet, was im zweiten Akt passiert und weiß, wie der Film endet. Nichts Unvorhergesehenes, nichts Neues. Okay, wenn Sie reinkommen, verliere ich vielleicht die Verbindung, die ich zu ihm aufbaue. Also bitte, bitte vertrauen Sie mir dieses eine Mal. Verstehen Sie, wie ungemein wichtig das ist? Ja, das tue ich. Also bewahren Sie bitte die Geduld? Das werde ich. Okay, ist gut. Hallo. Kaffee? Ich trinke leider mehr Kaffee, als gut für mich ist. The Heat ist eine Komödie, die sich auf bewährte Genremechanismen verlässt, um die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Und ja, es funktioniert. So ein Mist! Zieh mich hoch! Zieh mich hoch! Ah! Was haben Sie vor? Was haben Sie vor? Sandra Bullock hat komödiantisches Talent. Melissa McCarthy ist komisch. Hey. Das fühlt sich merkwürdig an. Komisch. Sie sollten da gar nicht so hinfassen. Dann hock dich jetzt nicht hin, sonst saugst du meine Hand noch ein. The Heat ist ein witziger Buddy-Film mit viel Action. 3 Sterne. Unser zweiter Neustart, When I Saw You, ist ein Drama aus Jordanien. 1967. Die Israelis haben den Sechstagekrieg gewonnen. Die Palästinenser fliehen aus den von Israel besetzten Gebieten. Der 11-jährige Tarek und seine Mutter landen in einem Flüchtlingslager. Palästina ist nah und dennoch unerreichbar. Das Lagerleben öde. Eines Tages läuft Tarek einfach weg. بتسوي هوا يا خاله ناخذ رمان انت فلسطيني اه يكسر جاهر يا رب جوعان انت خذ لك حبتين هالرمان استنى خذ لك كمان يلا حبيبي شد حيلك خليك قوي اه يلا الله يرضى عليك يلا الله بعد Nach einem langen Marsch ins Ungewisse landet der Junge in einem Camp der Fedayeen, den palästinensischen Freiheitskämpfern. When I Saw You ist ein handwerklich gut gemachter Film mit einem Hang zu kitschiger Verklärung. Lagerfeuerromantik unter Rebellen. Drei Sterne.
Le Beau Jour, die schönen Tage, heißt der Seniorenclub, der dieser Romanze ihren Titel gibt. Caroline hat zu ihrer Pensionierung ein Club-Abo geschenkt bekommen. Widerwillig sucht Caroline den Club, bis sie schließlich Animateur Julien kennenlernt, der sie schamlos verführt. Le Beau Jour huldigt der französischen Kino-Ikone Fanny Ardant, die nichts von ihrer magischen Ausstrahlung verloren hat. Das Porträt einer Frau in ihrem letzten Lebensabschnitt hat einen ganz eigenen und verführerischen Charme. 4 Sterne. Der chinesische Regisseur Wong Kar-wai ist ein Meister drin, mit hochästhetischen Bildern tiefgründige Liebesdramen zu erzählen. Jetzt hat er aber einen Kampffilm gedreht, also in einem für ihn eher ungewöhnlichen Genre. In The Grand Master porträtiert er die Kung-Fu-Legende Ip Man, den Mentor und Lehrer von Bruce Lee. Unsere sympathischen Filmfans vom Box Office Club haben The Grand Master in einer Spezialvorführung geschaut und erzählen uns jetzt, wie er ihnen gefallen hat. Kung-Fu. 2 Worte. 1橫1直. 企得翻喺度嗰個先至啱曬。 係咪咁話? Im Film The Grand Master geht's vor allem um Kung-Fu. Und der Film ist in mehrere Episoden gegliedert, erzählt mehrere Geschichten parallel. Eine davon wird die Geschichte von Ip Man, vom späteren Lehrer von Bruce Lee. Was mir am besten gefallen hat am Film, ist die Bildsprache. Es wird sehr viel mit Zeitlupe geschafft oder Close-ups von einzelnen Handbewegungen oder Fußstellungen. Weil dank Stilmittel wie Nahaufnahme und Slow Motion Präzision und die ganze Ästhetik von der Kampfkunst Kung Fu voll zur Geltung kommt. Die Kampfszenen in diesem Film sind natürlich von einer sehr hohen Qualität, weil sie sind vom Fight-Choreograf von der Matrix-Reihe einstudiert worden und seine Handschrift sieht man sofort in diesem Film. Mir hat der Film gefallen. Es ist allerdings ohne Vorwissen manchmal schwierig, den Film zu folgen. Ich habe die kleinen Teilgeschichten zum Teil nicht ganz ersichtlich gefunden, warum die miteinander verwoben sind und ich habe einen Faden verloren zwischen ihnen. Es wird sehr vieles einfach nur angedeutet und es geht auch um Politik und verschiedene Kung-Fu-Schulen, die unterschiedliche Kampfethiken haben. Ich habe meinen Bruder geholfen. Darum würde ich sagen, es ist eher etwas für Kung-Fu-Fans. Zwei von 5 Bruce Lee. Zusammengestellt hat der Beitrag meine Kollegin Danita Eco. Kommen Sie sich auch manchmal vor wie ein Sklave von Ihrem Telefon. Wenn man es aus Versehen daheim liegt, wird man nervös, man fühlt sich abgeschnitten. Wenn man es dabei hat und es läutet, dann nimmt man ab, ganz egal, was man gerade am Machen war. Das Telefon hat eine gewisse Macht über uns. Dabei sollten wir im Kino gelernt haben, dass man es ab und zu gescheiter schellen lässt. Hallo? Hallo? Ja? Wer ist da? Wen wollen Sie denn? Welche Nummer haben Sie? Welche haben Sie denn gewählt? Ich weiß es nicht. Ich denke, Sie sind falsch verbunden. Wirklich? Kann passieren. Alles klar. Falsch verbunden gibt es nicht.
Wenn das Telefon klingelt, steht der Psychopath schon vor der Tür. Wer sich beim Telefonieren unbeobachtet fühlt, irrt. Was harmlos mit einem Klingeln beginnt, endet schnell im Albtraum. Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie Sie heißen. Warum wollen Sie das denn wissen? Weil ich wissen will, wem ich da zuschaue. Was haben Sie gesagt? Hitchcock, der als Techniker bei einer Telefonfirma gearbeitet hatte, kannte die Macht des Telefons. Hallo. Hallo. Wenn es klingelt, ist das Opfer dem Killer bereits hilflos ausgeliefert. Warum bloß heben wir ab, wenn es klingelt? Ja? Ist das nicht komisch? Man hört ein Telefon klingeln, es könnte jeder sein. Und ein klingelndes Telefon muss man abnehmen, nicht wahr? Was? Wer ist dran? Jemand, der es genießt, dich zu beobachten. Mich zu beobachten? Ja. Mistka. So einfach ist das Prinzip. Am Telefon fühlen wir uns unbeobachtet und sind es nicht. Wir sind einer Macht ausgeliefert, der wir nicht entkommen können, unserer Neugier. Die Selbsttäuschung besteht darin, dass wir Angst davor haben, etwas Wichtiges zu verpassen. Ich bin der Wichser, den du haben willst! Nimm mich! Hier geht's nur um mich! Komm schon! Es ist ein Spiel mit der Angst vor der unerwarteten Verletzung der Intimsphäre und Schlimmerem. Hallo? Hallo? Okay, Annie. Erst höre ich dein obszönes Kauen und jetzt dein obszönes Gequieke. Annie, ist alles in Ordnung? Schlimm ist, dass wir nicht wissen, wer alles mithört. Annie! In Nightmare on Elm Street ist der Übergang von der Realität zum Traum fließend. Keine Chance mehr, sich zu retten, indem man die Telefonleitung kappt. Hallo? Ich bin jetzt dein Freund, Nancy. Ich bin bei Ihnen zu Hause. Rufen Sie mich an. David Lynch macht in Lost Highway unmissverständlich klar, worum es eigentlich geht. Das Telefon ist des Teufels. Man entrinnt ihm nicht. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich hier bin. Wie geht das? Das Telefon ist die Maske, hinter der sich der maskierte Killer versteckt. Die letzte Frage. Vor welcher Türe stehe ich? Was? Bei solchen Fragen muss man einfach auflegen. Der Bericht von Bernhard Köllisch. Ja, das war es von unserer Sendung. Das ganze Box-Office-Team verabschiedet sich von Ihnen und bedankt sich für Ihre Treue. Tschüss, sagen wir mit einer heiteren Szene aus dem Film «The Glenn Miller Story» von Anthony Mann, der heute seinen 107. Geburtstag feiern wird. Eine gute Zeit und auf ein anderes Mal. Pass auf! Pennsylvania 6, 5,000! Weißt du noch? Ja.